den Jahren ist es soweit. Sie ist geboren. Das wurde auch Zeit. Wir haben endlich ein königliches Kind. Moment mal, Moment mal. Papa hat eine Tochter? Wen denn? Na dich. Wie mich. Wir sind in der Vergangenheit, am Tag deiner Geburt. Sieh nur her, das ist damals passiert. Was für ein Wunder, was für ein Tag. Von dieser Schatten, der über uns lag. Wir sind gesegnet, die neue Zeit beginnt. Und das Spielzeuge raus, jetzt kommt ihr Leben ins Haus. Heute wird nichts mehr so sein, wie es bisher war. Die stille Zeit ist vorbei, hört ihr das süße Geschrei. Das ist das schönste Kind der Welt. Ja, das ist sie, mein Liebster. Ihhh, ist das schrumpelig. Ja, das bist du, Schätzchen. Quatsch. Ich sehe aber jetzt nicht mehr so schlimm aus, oder? Hm, Geschmackssache. Und alle Spielzeuge raus. Jetzt kommt ihr Leben ins Haus. Heute wird ihr nichts mehr so sein, wie es bisher war. Die stille Zeit ist vorbei. Hört ihr das süße Geschrei? Aurora, wie können wir dir jemals danken für alles, was du für uns getan hast? Ohne deine Zauberkräfte hätte ich niemals ein Kind bekommen können. Das war selbstverständlich. Nein, das war es nicht. Du hast es geschafft, diesen schrecklichen Fluch der Kinderlosigkeit von mir zu nehmen. Ich weiß, wie schwer das war. Wie können wir dir nur danken? Erzieh das Kind zu einem guten Menschen. Das ist Dank genug. Das werden wir. Naja, das ist Ihnen wohl nicht ganz gelungen, was? Was soll denn das jetzt heißen? Kleiner Scherz. Mir werden die Scherze aber jetzt langsam etwas zu viel. Was ist hier passiert? Was ist das hier alles für ein verrücktes Spiel? Schön alles der Reihe nach, wenn du mich nur mal ausreden lässt. Sei etwas geduldig und feier so lang mit allen das Freudenfest. In einer Woche ist die Taufe. Und die dunkle Fee wird wohl nicht eingeladen? Machst du Witze? Doch, Albrecht. Lass uns Selena auch zur Taufe einladen, um ihr zu zeigen, dass wir ihr nichts nachtragen. Auf gar keinen Fall. Ich hol mir doch nicht freiwillig eine Giftschlange ins Haus. Wir können ja sagen, wir hätten zu wenig goldene Teller.